Jugend der Welt. Die Sonne hatte jetzt ihren höchsten Stand erreicht. Wir standen vor der großen Sonnenpyramide, die die Mixteken errichtet hatten. Folgte man von Mexico City kommend der Straße des Todes, war sie nicht zu verfehlen. Auf der letzten Stufe vor der Spitze hatte sich eine lange Reihe andächtiger Einheimischer nebeneinander aufgestellt. Sie trugen Einheitskleidung, blütenweiße Hemden und Hosen oder Kleider, dazu knallrote Halstücher und einige einen Cowboyhut aus gegerbtem Leder. Ihre Augen hielten sie geschlossen und ihre Hände zum Himmel ausgestreckt. Sie konnten es fühlen. Manche balancierten auf der Handfläche noch eine kleine Pyramide aus grünlichem Quarz. Manchmal änderten sie die Position, verharrten dabei aber in tiefer Konzentration. In etwa 2 Meter Abstand vor ihnen kauerte eine bleiche, hagere Gestalt am Boden. Der Mann hatte sein gelbes T-Shirt um den rasierten Kopf geschlungen, als Schutz vor der starken Sonnenstrahlung. Sieh nur, es sieht aus, als wenn sie Thomas Brinkmann anbeten würden und nicht die Sonne, keuchte Triple R, als er neben mir auf dem Plateau der Pyramidenspitze ankam. Mit seinem blauen Hemd, dem breitkrempigen Farmerhut und der New Wave Sonnenbrille sah er aus wie ein lustiger Missionar aus einem Film. Es waren nur noch wenige Tage bis zur Sonnenwende. Die paar hundert traditionell gewandeter Sonnenanbeter an diesem Sonntag waren nur die Vorhut für die Millionen, die am Mittwoch hier aufkreuzen würden. Vorsichtshalber hatte auch ich meine Hände zum Himmel erhoben und lud meine Sonnenenergiebatterien auf. Das war auch dringend nötig. Noch vor wenigen Stunden stand ich hinter ein paar Plattenspielern am Monument der Revolution in Mexico City. Vor ca. 75.000 entfesselten mexikanischen Rave-Kids, die sich bis morgens um 7 mit Sprungtüchern in die Luft schleuderten und Spraydosen abfackelten. Am folgenden Montag berichteten die Zeitungen fast ausschließlich über Art und Ausmaß der dabei vorgefallenen kriminellen Delikte. Es gab ganze 11 Festnahmen, die meisten wegen öffentlichen Biertrinkens oder des Mitführens von Cigarros de Marihuana. Alle Täter wurden mit vollem Namen und Altersangabe abgedruckt. Listen aus blumigen Namen von armen Sündern wie Fernando José San Miguel Hernández del Iguazú y los Carros Hidalgo de la Leche Antigua Carabello, 17. Als Gegengewicht zum Image des wilden Latino-Temperaments schien den Menschen in Mexiko von offizieller Seite eine beträchtliche Strenge und Disziplin verordnet worden zu sein. Sie wollten es bändigen. Das Rave-Publikum verfügte tatsächlich über einen starken Hang zum Übermut. Als ich um 3 Uhr morgens von Monika Kruse übernahm, erinnerte das Bild eher an ein Heavy-Metal-Konzert. Dampf, Qualm und Rauch hingen über dem Moshpit. Brinkmann, Triple R, Zombie Nation, Hugh Mates, DJ Hell, Mike van Dijk, Thomas Schumacher und Sven Fett hatten die Max Technos bereits abgefeiert. Alles Leute, die definitiv wussten, wie man einen riesen Rave rockt. Vor so vielen Leuten hatte ich dagegen noch nie gespielt. Wenn man mal von den 4 Minuten Vollplayback vor 20.000 in Italien absieht, waren es bisher maximal 8.000 gewesen. Normal waren für mich 300. Von der Bühne aus konnte ich nicht mal einzelne Gesichter erkennen. Die Beats per Minute-Anzeige auf dem Mischpult stand nach Monikas Set bei wahnwitzigen 148. Hoffentlich hatte ich überhaupt so schnelle Platten dabei. Der erfahrene Rave-DJ bringt an so einer Stelle, wenn es gilt, seine Ankunft zu verkünden oder das Tempo zu modifizieren, ein pompöses Intro, einen bombastischen Monsterbreak, damit ihn alle bemerken und ihm zujubeln können. Er reißt die Arme in die Luft, lässt die Erwartungen ins Schwindelerregende wachsen und bringt dann, bam, die Bassdrum zurück. Lässt sie den Massen aufs Brustbein und aufs Zwerchfell schmettern, denen daraufhin in einem kollektiven Aufschrei die Luft aus den Lungen entweicht. Er reißt erneut eine Faust in die Höhe. Ein erneuter Aufschrei.
wieder ein himmlischer Break. Es geht in jeder Hinsicht um die ganz großen Gesten, pantomimisch wie musikalisch. Dazu bläst die Windmaschine Kunstnebel in den Laserlichtdom auf der Bühne, in dessen Zentrum der DJ positioniert ist. Ich dagegen blendete so smooth wie möglich in das rasende Brett, das Monika mir vorgelegt hatte. So, wie ich das in den Nightclubs gelernt hatte. Dann drosselte der fröhliche DJ aus Deutschland das Tempo ein wenig, wie die Zeitung am Montag ebenfalls erwähnte, bevor es Lokalmatador Martin Parra und Acid Maria aus Karlsruhe nochmal mächtig anzogen. Aber da waren wir schon unterwegs zu den